ein fröhliches Gigi miteinander. Und willkommen zu Tales of Escape mit dem Nero und mir, dem Riva. Hallo! Unsere Aufgabe ist es, hier ein paar Rätsel zu lösen. Ich muss der Fairness halber sagen, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ich habe jeden Teil schon gespielt, aber das ist so viel, dass man sich nicht alles merken kann. Also, du fängst eigentlich wieder bei Null an, wenn du ehrlich bist. Warum? Okay, mein Mikro macht einfach keinen Ausschlag, ey. Okay. Ich denke gerade irgendwie. So was von Ratiofarm gegen Haut aus. Okay. Wir müssen auf jeden Fall ein Rätsel lösen, um hier aus dem Raum rauszukommen. Hinten ist schon mal Licht angegangen. Das ist ja jetzt. Ich habe jetzt hier einmal Kraftstoffpumpe angemacht und Start gedrückt, ja? Okay. Da passiert jetzt, also hinten ist Licht angegangen, aber mehr ist so jetzt hier erstmal nicht passiert. Was ist das hier? Hier geht ein Schrank auf, ein Schrank, aber hier ist nichts drin. Okay. Also, es sind hier überall immer wieder so, hier, guck mal, komm mal her. Ha! Bei Fuß, hier, komm hier. Du, da hat jemand echt Magenschmerzen gerade. Da sind so Dinger und da können wir dann nachher hier Zahlen eingeben. Und dann musst du gucken, ob das aufgeht, ja? Okay. Cool. Aber ja. Bislang passiert ja auch noch nicht so viel. Also wir müssen immer Zahlen finden. Zahlen, okay. Jetzt schreit er bei mir wieder. Zahlen bitte. Hier. Hä? Hier, Zahlen. Wo ist hier? Bist du blind? Ey, du standest direkt neben mir. Da, Zahlen. Tasche, Zahlen. Tasche. Digi, Tasche. Ah, jetzt. 2579, ich probier's mal. 2. Ach nein, ich muss die jetzt erstmal wieder so resetten. Geh doch weg jetzt. 2579. Ach, jetzt. 2579. Und? Nee, nimmt er nicht. Nimmt er nicht. Können wir die hier irgendwie. Zudem kann man. Haben wir hier noch das Ding, ja? Guck mal, wo bist du jetzt? Man kann sie rotieren lassen. Jetzt ich habe eine Karte in der Hand. Genommen. Macht er alles kaputt. Okay, da ist das nächste Rätsel. Ich probiere mal hinten weiter irgendwie da eine Kombination herauszufinden, aber. Brauchst nicht. Nicht? Wieso denn nicht? Wir haben das nächste Ding hier. Was waren jetzt die Kombinationen von den Karten? 2, 5, 7, 9. Falsch. Auf dem Ding steht auch noch eine Zahlenkombination, aber zweite Zahl ist rot. 1, 2, 3, 4. Ja, auf jeden Fall eine Zahlenkombination, Herr Vogel. Sehr intelligent. Ja. Und irgendwas hat es auch mit dem hier auf sich. Mit den Bildern? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4 und 3. 6, 1, 4, 3. Probier's mal hinten aus. 6, 1, 4, 3. Bei mir. Ich hab die bei Kurbel. Dir? Ich hab die Kurbel. Du hast die Kurbel, Alter. Ich hab die Kurbel. Und die Kurbel haben wir jetzt am besten. Dahin. Und machen das Ding hier runter. Ja, hammergeil. Und das ist ein Werkzeugkäfer, ne? Den können wir angucken. Da stehen auch hier. 3017. Genau. Probier's mal damit. Nee. Okay, dann 9526. 9526. Nee. Okay, dann haben wir hier noch
4945. 4945. Nein. Und 2785. 2785. Nö. Warte mal ganz kurz. Probier mal geschwind 1, 2, 3, 4 aus. Ja. Nein, war ein Spaß. Funktioniert auch nicht. Junge, sitzt da jemand die ganze Zeit gerade auf dem Pott oder was ist da los? Ach, hier ist ja auch noch mal was. Ja, aber hier brauchen wir Ding, so ein Hebel zum Auslösen. So ein Zünder, ja. Was ist da hinten? Gehen wir mal hin. Oh, ich nehme mal den Koffer mit. Sieht ja cool aus hier. Da wird's dunkel. Da wird's dunkel? Ja gut, wahrscheinlich müssen wir wahrscheinlich vorne bleiben, um das Licht da weiter vorzutreiben. Ich denke, wir müssen hier schon noch kurz verweilen. Hier haben wir doch auch nochmal was. Wo, was? Aber das ist nur der Fahrstuhl. Okay. Warte mal, ich leg mal kurz den Werkzeugkasten hier nochmal ab. Warum? Ich war hier an der Seite, an dem Spind ist ja die 1, 2, 3, 4, aber die 2 ist rot. Mhm. 2 ist rot. Die 5 ist rot, die 9 ist rot. Auf dem Ding ist die 6 rot. Haben wir noch irgendwo was Rotes? Der ganze Werkzeugkasten. Wie rotiert man den denn? Mit F und dann kannst du mit der Maus dann so das Ganze hin und her dalgen. Ich glaube, da gab es vorgestern ein bisschen Bohnen zum Frühstück. Achso, wir können auch Hinweise holen, gell? Ah, okay. Falls wir nicht weiterkommen, können wir uns einen Hinweis kommen lassen. Der kommt dann mit dem Auto reingefahren. Jo. Oder hier an der Decke irgendwo was vielleicht? Der Werkzeugkasten hat uns nicht weitergeholfen. Den haben wir auf jeden Fall. Und die Karten hatten wir ja auch, aber die haben wir bis jetzt auch noch nicht eingegeben, die Kombis. Hast du die Dinger alle unten auch aufgemacht? Nein. Welche? Die Spinde kannst du auch unten noch aufmachen. Ach so. Weißt du, genau das ist das, was ich meine. Ich habe es zwar schon gespielt, aber ich weiß absolut nicht mehr alles. Du kannst dir das einfach nicht alles merken. Geht nicht. Neun, fünf und sechs. Neun, fünf und sechs haben wir. Und die zwei vielleicht? Zwei, fünf, neun, sechs. Fünf, neun, sechs, zwei. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich weiß es echt nicht mehr. Das ist so scheiße. Ich hole uns jetzt einen Hinweis. So. Ja, so. Was nimmt die zweite Anzahl aller vier Ziffern auf dem Werkzeugkasten? Okay, gut.
Ich würde das kurz durchgeben. Ich bin gerade an dem Schrank dran. Ja. Ach so. Hä? Gibst du jetzt die Zahlen am Schrank an oder ein oder Nee, was? ich gebe sie dir durch. Ja, aber fangen mit dem Pfeil an, also 9. Okay, 9, 5, 0, 7. Okay, ist falsch. Dann machen wir die 7, also 7, 9, Ja. 5, 0. Ist richtig. Wir haben Glühbirnen. Wir können jetzt hinten noch weitergehen. Nimm mal auch eine Okay. mit. Ja. Eine Glühbirne, jawohl. Die Büchler, Gückler, ne? so. Lol, jetzt lässt er meine fallen, Alter. Was ist mit dem? Dreh es neu. Wow! Alter, ihr warum? Geht der Hinweis jetzt noch weg, oder? Gogok. Komm. Digi. Wir haben doch noch Glühbirnen. Die brauchen wir doch noch. Nein. Nicht? Nein. Ah, die Karten, die Karten. Pass auf, ich gehe zu den Karten. Du musst hier die Karten-Ding eingeben. Als erstes kommt Pik. Nee, was war denn das? Nee, Karo war's. Mhm. Ich sag's dir sofort, warte. Okay. Karo ist 9. 9. Dann Ja. brauchen wir das. Ich sage jetzt einfach mal Kreuz. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Ja, wenn es wirklich das Kreuz ist, dann ist es die 2. Okay. Dann brauchst du Herz, oder? Das umgedrehte Herz, ja. Ja, das In ist ein. Schwarz. Ja, das ist Peak, Alter. Das ist. Oh, Digi, ey. 7. 7. Und dann das Und jetzt normale das Herz, Herz. oder? 5. Ja. Alter. Jawohl, Das ist offen. Und umgedrehte da Herz, ist ey. drin. Was ist da drin? Ich weiß gar nicht, was das sein sollte. Irgend so eine Platte. Hoch. Runter. Runter. Ach so. Hoch. Ah! Gott sprach, es werde Licht. Ich habe Und noch das eine war's Platte. jetzt? Mehr war da nicht drin? Oder brauchen wir die Platte für irgendwas noch? Eigentlich sollte ich gar nicht so viel erzählen, weil das solltest du am besten jetzt testen, wo wir die Sachen brauchen hier. Okay, hier haben wir das nächste. Da brauchen wir auch wieder eine Kombination. Hier haben wir ein Helmsche. Das legen wir mal einfach daher. Oh, sorry. Ich habe auch Hier gehört, haben wir das Buch ist sehr Chapter interessant. 1, Chapter 3. Hier sind überall auch wieder, schon wieder Gesichter drauf. Das heißt, irgendwie muss er. Oh Gott, Entschuldigung. Irgendwo muss doch hier wieder was zusammenhängen. Warte mal, hier haben wir so komische Symbole auf der Tür. Das hilft uns leider Auf nicht Sachte. weiter. Warte mal, hier haben wir zwei. Was? Müssen wir das zusammenrechnen? Klick mal das Bild an. Wow, Alter. Du blödes Kind, ey. Hier frisst den Helm, du Otto, ey. Ich hab grad echt übelst Gänsehaut gekriegt, kurz. Okay, ja, da hat er sich wieder richtig beömmelt. 22, 7, 19, 18. Müssen wir das vielleicht zusammenrechnen? Bei 2, 2. 4, 7? Nee. Macht ja gar keinen Sinn. Aber hier haben wir auf dem Tisch auch zum Beispiel Bücher liegen mit Chapter 3, Chapter 1. Guck mal, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Chapter Komm mal 2. hier. Ha, ba, Auf ba, deinen ba, ba. Platz. Guck mal hier. Ha. Du hast doch da so Dinger rausgeholt. Guck mal. Ach, lol. Oh. Schmeiß weg, Alter. Braucht eh kein Mensch mehr. So, und jetzt kannst du es nehmen. Und dann machst du, guckst du drauf. Guckst du?
Ja, ich sehe die Zahlen ganz verschwommen. Das ist eine, ich erkenne eine 5. Die erste Zahl ist eine 5. Ich hoffe, ja. Ja. Dann haben wir eine 2, Ja. eine 1 Ja. und eine 8. Richtig. Ah! Und da hat man einen Schraubenzieher. Mit dem Schraubenzieher können wir die Kiste hier unten aufbrechen. Ich habe keine Ahnung. Lol, echt jetzt? Und da Okay, ist und da ist jetzt. so ein Ja, Kästelchen nimm mir dabei. halt alles weg. So ein Schuh. Und auf dem Schuh steht 9 oder 6. Oder Ach, hier war 60. doch gerade eben. hier war doch gerade eben nochmal so ein Schüchchen. Warte mal, 9. F. 09. 09 und ich habe eine 12. 09 und eine 12. 12. 09. Nee. Okay, dann 09, 1, 2. 09, 1, 2. Feuerzeug und der Dynamit-Dinger. Okay, das heißt, was machst du Gehen jetzt nach mit dem hinten. Feuerzeug? Ja, damit zünde ich dich jetzt an. Warum zündest du mich damit jetzt an? Weil ich es Finde ich voll nicht kann. in Ordnung. Sicher hätte ich jetzt eine VR-Brille, könnte ich es auch in VR spielen, aber habe ich ja nicht. Der kommt jetzt wahrscheinlich da rein. So. Mir ist das Feuerzeug aus der Hand geflogen. Oh, yes, es. Das Einzige, was mir Sorgen macht, da unten liegt halt noch ein Dynamit, gell? Direkt am Auslöser. Lös mal aus, komm. Toll, hast du es gemacht. Alles kaputt. Alice. Alter. Was ist das? Weiß, wer da immer rumschreit. So. Hallo, hallo? Mich nervt es mit dem Hinweis. Kann man den nicht irgendwie verdingsen, hier verstecken irgendwie? Das die ganze Zeit ist das da. Ja, stimmt, das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich, aber irgendwie scheint es wohl nicht so. Hier ist ein Eimer. Nee, hier ist eine Kiste. Steht auf der Kiste irgendwas drauf? Nee. Hier haben wir was. Und hier ist auch, guck mal. Alter. Mein. I kill them all. The treasure is shiny. The treasure is mine. Jetzt müssen wir bestimmt wieder über so fünf Ecken denken. So mein, was, also Mine. Wo ist ein M im Alphabet? Warte mal. Ich glaube, die letzte Zahl ist eine 3. Aber guck mal, hier sind Die halt mittlere nur Zahl ist eine Fünfen. 8. Die zweite Zahl ist eine 8. Die erste Zahl war eine 3, die zweite eine Nein, die 8. letzte Zahl ist eine 8. Eine Oh. 3. Die erste Zahl der 8. Die erste Zahl ist eine 1 vielleicht. Okay, 1. 8. 8. Eins, drei. Ach, jetzt, warte mal, ja, jetzt, nee, warte mal, 1, 6, Ist eine 6? 1, 3, 1, 6, 1, 3. Ja. Boah, ey, Junge, Jetzt haben wir Junge, einen Junge, da Ball. bin ich. Einen Hackeball. Ein Hackeball. Sonst war hier nichts mehr drin. Was machen wir jetzt mit dem Hackeball? Müssen wir vielleicht da vorne dem einen Typ da die Hände abhacken oder was? Ist ja voll rabiat. Nö, kannst nix. Echt? Aber hier vielleicht, guck mal. Ist hier vielleicht. Hier ist auch irgendwie so eine Eisenstange.
Eisenstange ist aber auch nichts dran. Nee. Ist jetzt gut, komm. Psst. Warte, hier? Nee. Ach. Vielleicht den Sarg runterhauen an der Wand. Nimmst du deine Hände? Wie will er nicht? Das nimmt er die nicht. Nimm jetzt. Bist du es gemacht? Keine Ahnung, ich habe die ganze Zeit geklickt. Danke. Damit jetzt die Tür aufhauen, oder was? Oder auch schon gleich wieder die Arme runter. Das da. Ein Zahnrad. Yes. Well, for what did we need a Zahnrad? Ich wende es mal, aber da steht nichts drauf. Müssen wir wahrscheinlich wieder in den Raum vorher, oder? Am Aufzug war das Zahnrad. Dann gehen wir zurück. Aber war da nicht noch irgendwas? Nimm den Vorschlaghammer mit. Ja. Ganz wichtig. Ja, hab ihn. Okay. Let's go. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Ja, komm, ist gut jetzt. Wo bist du? Ha. Da ist doch. Ah. Hä? Okay. Und jetzt der rote Knopf. Habe ich gedrückt. Okay. Sind wir wieder auf Loading Screen? Ich weiß nicht, es lädt. Also zumindest Black Screen. Okay. Spitzhacken kann man mitnehmen. Alter, wo sind wir hier, hä? Da ist so ein Ding, so ein Klotz drin, aber da ist nichts drin. Frage ist, was hat's mit den Klötzen eigentlich auf sich? List of Prime Numbers. Prime Numbers. Okay. Da vorne ist noch mal was. Danger, Explosive. Keep out. Dafür brauchen wir wahrscheinlich. Wir brauchen hier auf jeden Fall auch wieder Nummern. Das ist mal Fakt, aber hier drin sind Teller. Oh Gott. Ja, und es sind halt die Primzahlen. Die Liste fängt an. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, die nächsten zwei Primzahlen müssten dann die sein, die wir brauchen. Jetzt geht's halt schon gut los. Primzahlen sind 2 und 4, so wie ich das sehe. Das heißt, es müsste eine 33 oder 35 sein. 3, 3, 3, 5. Nö. Das wäre jetzt halt der Vorteil, wenn man sich mit Primzahlen auskennen würde. Warte mal. Zwei plus zwei, zwei mal zwei, plus zwei, zwei mal zwei, plus zwei, plus zwei, plus zwei. Drei, fünf, drei, neun? Weiß nicht. Nee, okay. Oh, ja, in Mathe, ey. Liebe Leute, in Mathe war ich nie unbedingt ein Genie. Aber vielleicht ist hier noch irgendwas. Immer nur diese ganzen Kisten hier.
Wow. Ich dachte, der gibt jetzt ein Okay. Dings von den Primzahlen einen Tipp. Aber da ist doch hier so ein. Ja, mach mal kaputt. Schloss. Achso. Oh. Okay. Von groß Soll nach ich. klein. Drei. Warte. Ich renne. So, drei. Sieben. Ja. Vier. Ja. Neun. Nee, Falsch. leider nicht. Könnte aber auch die 3-0 sein dann. Also, nee, warte mal. 3. 7. 4. 2. Auch falsch. Ist vielleicht die 4. Dann versuch's mal mit 3, 4, 7. 9. Auch Nee. falsch. Oder von klein nach groß. 8, 5. 8, 5. Jetzt ist halt die Frage, die 2 und die 0, die sehen gleich groß aus. 2, 0 halt. Oder 0, 2. Warte, ich mach mal 8, 5, 0, 2. Nee. Oder müssen wir die. Nee, zusammenrechnen bringt ja auch nichts. Dann kriegen wir den nächsten Hinweis. 300 Sekunden. Ja, wir haben ja vorhin auf den Zettel, hast du ja gesagt, so Richtung Primzahlen und so. Ich meine, das Muster bei dem Zettel ist ja relativ simpel. Du hast immer irgendwo plus zwei und dann zwei mal zwei. Nee, okay, das geht nicht. Okay, wollte nämlich gerade eben sagen, ist es vielleicht, wo ist jetzt der fucking Zettel hin, Alter? Hab ich in der Hand. Ja, aber das geht ja nicht. Weil die 3 ist ja eine Primzahl, oder steht da mit drauf? Und die 2 steht auch mit drauf. Was ist keine Primzahl davon? Die 5 steht mit drauf und die 7. Wir können die 8 auf jeden Fall schon mal 3, ausschließen. 5 Die und 7. 3, 5, 7. Die stehen hier drauf. Und die Und 2. die 2, also 2, 3, 5, 7. Die stehen 2, drauf. 3. 2, 3, Okay. 5, 7. Schauen wir das gleich hier nochmal an. 2, 3, 5, 7. Wobei die 9 auch drauf steht. Ja, okay, dann machen wir mal wieder von groß nach klein. Welches steht drauf? Die 3 ist die größte. Die 3 ist die größte, ja. Ja. Dann haben wir als nächste große Zahl die 7. Ja. Und dann. Ja gut, die 9 und die 2 sehen relativ gleich aus. 3, 7, 9, 2. Dann probier 2, mal 3, 7, 9. 2, 9. Falsch. Gib mal 1, 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Ja. Habe ich das nicht davor schon eingegeben gehabt? God damn it. List of Prime Numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 11. Die 0 und die 8 können wir ausschließen, die gehören da nicht dazu. Wie viel Zahlen stehen da an der Wand, die nicht dazugehören? 1, 2. 3.
Also die 0 und die 8 können wir auf jeden Fall raustun. Die. Wenn ich wüsste, was nochmal Primzahlen sind, verwende nur die Primzahlen, um die Truhe mit den. Ja gut, wir verwenden nur die Primzahlen. Ich glaube, ich weiß es. Und zwar auf der Liste steht ja nur die. Da stehen zwar auch 1 drauf, aber wir haben hier 3, 7, 9, 1. Was 3791. Ja, aber wir haben ja keine. Halt, ich google jetzt, was Primzahlen sind. Ist schon eine Weile her, ne? Mathematik in der Schule. Primzahlen. Hey, wie bist du jetzt eigentlich auf die neuen gekommen? Eine Primzahl ist eine natürliche Zahl, die größer als 1 ist und ausschließlich durch sich selbst und durch 1 teilbar ist. Ich bin genauso schlau wie vorher. DG. Ha! Jetzt so lang gemacht. 3725 war's. 3725. Ja. Ich habe die drei Zahlen, die vier Zahlen genommen, die hier dran standen. Und das war's. Nun gut, okay, dann macht's mal Bomb. Ist es hier zu Indiana Jones? Oh! Congratulations! Die größte Herausforderung war tatsächlich Mathematik. Das ist ja. Ja. Ah, nein! Man Oh nimmt einfach die Mann! Zahlen, die man hat und dreht die 50 Mal hin und Oh! her, bis es funktioniert. Aber war cool. Jo. Oh, wie gesagt, wenn das Frustrierende jetzt wirklich war, dass Mathe unsere größte Herausforderung in dem ganzen Ding war. Aber Jo. gut. Ja. Wir hoffen, es hat euch wie immer Spaß gemacht beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst es uns wissen. Hinterlasst einen schönen Kommentar und Däumchen nach oben. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Und in diesem Sinne, ja, macht's gut, habt einen tollen Tag und bis bald. Ciao, ciao. Tschö.